zwischen Schädelbasis und Wirbelsäule angebracht. Die Verbindung verfügt über eine Hochgeschwindigkeitsdatenschnittstelle für beliebige Computersysteme. Noch wichtiger ist, dass die synaptische Verbindung die Erschaffung von Cyborgs möglich machte. Erste Versuche mit Kraftanzügen für einzelne Soldaten erwiesen sich wegen ihrer Langsamkeit und Trägheit als Fehlschläge. Die synaptische Verbindung ermöglichte es, Soldaten in Kraftanzüge zu stecken, die sie so einfach wie ihre eigenen Körper bewegen konnten. Kraftanzüge ermöglichten ein effektives Funktionieren der Infanterie auf den Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts. Unglücklicherweise ist diese Technologie in die Hände des New Paradigm gefallen. Es ist wichtig, dass sie die Technologie der synaptischen Verbindung erforschen und weiterentwickeln. Missionsbesprechung beginnt. Commander, wir orten Streitkräfte, die sich von Osten und Norden nähern. Halten Sie die Basis und wehren Sie alle Angriffe ab. Missionstimer aktiviert. Produktion ab. Habe ich nicht gesagt gehabt, dass ich irgendwann wieder alle Einheiten von A nach B fahren muss? Hat ich es nicht gesagt? Und wir können nichts Neues erforschen. Können was Neues bauen. Ich wüsste nicht was. Nö. 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 Einfach nö. Okay. Hä? Was? Wieso? Hä? Warum steht da noch welche? Oh, fuck. Fuck. Ich hab viel zu viele Einheiten. Viel zu viel. Aber ich kann neues Zeug bauen, oder? Die passt doch nie mehr in meine Basis neu. Doch. Ach du Scheiße. War ja Stunden, bis ich die auseinandergepfropfelt hab. Geil. Okay, ich löse erstmal die Gruppe auf. Oh, es sind so viele. Ich schicke sie alle mal runter. Dann speichere ich nochmal über. Überall. Überall, lalal, speichere ich jetzt hier. Okay. Und. Dann höre ich erstmal auf für heute, ja. Es reicht. Warum spiele ich immer nur so wenig? Keine Ahnung, darum. Egal, das war's für heute, oder für jetzt, oder für... Keine Ahnung, wann ihr euch das anschaut. Für jetzt gerade eben. Klickt einfach weiter zum nächsten Video, da geht's weiter. Also, wie man so lange weitergucken würde. Hey, mir ist der Grafikfehler aufgefallen. Oder ist das Dreck an meinem Monitor? Nee, ist ein Grafikfehler. Das ist schwarz, keine Ahnung, ist dicker. Das sollte dünner sein. Ja, so Kleinigkeiten fallen mir auf. Oh, Moment. Der Punkt. Das sind immer so kleine schwarze Punkte an den Kanten. Warum erzähle ich das jetzt? Das ist die Kanschmann, ist der Punkt größer ist als die anderen. Egal, ich mach jetzt Schluss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.